Sadika, grüß Gott und herzlich willkommen zu meiner Sendung Kochen wie die Thais. Schmelzgebäck oder Batongo stammt ursprünglich aus China und ist als Frühstück sehr beliebt in Thailand. Man kann dieses Schmelzgebäck mit zum Beispiel gezuckerter Kondensmilch oder Sojamilch genießen. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie man Batongo zubereitet, und zwar mit Pizzateig. Der Teig ist im normalen Supermarkt verfügbar. Zuerst rollen wir den Teig in gewünschter Größe ein. Dann in langen Streifen abschneiden. Anschließend den Teig in kleinere Stücke schneiden. Den Teig in der Mitte mit Wasser bestreichen und zwei Stücke Teig zusammendrücken. Pflanzliches Öl in einer Pfanne erhitzen. Zum Austesten könnten wir ein Stück Teig in heißem Öl backen. Dann backen wir den Rest, bis sie goldbraun sind. Wenn das Schmalzgebäck goldbraun ist, sollte dieses vom Öl herausgenommen werden.
Mit zum Beispiel gesuckerte Kondensmilch kann man das Schmalzgebäck genießen. Vielen Dank für das Zuschauen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.